Herzlich willkommen von Home Adventure. Schön, seid ihr wieder dabei. Ja, wir fahren weiter die Ostküste hoch, besuchen auch die Rock Gardens, dann die Sugar Dunes und dann später wollen wir eigentlich die Wahiba Sands durchqueren, aber dann gab es halt eben ein Problem. Ja, also viel Spaß beim Schauen und bis bald. Tschüss. Und das ist die Muhammad bin Ali Stomp. Davor ebenfalls solche Friedhöfe. Ist irgendwie recht spartanisch. Also ja, man macht da nicht so viel Aufhebens. Auch ohne Namen scheint jeder zu wissen, wo er sein Grab gemacht hat. Aber ja, das ist wohl so hier. So, das ist ein Friedhof im Oman. Mir gefällt das, weil das sind einfach ganz normale Natursteine. So hat man früher immer die Leute begraben. Von der Dachterrasse des Forts hat man einen wunderbaren Blick in die doch auch echt zerfallene Stadt teilweise und zur Moschee direkt am Meer. Hier innen ist es schön kühl, da kann man sich vorstellen, dass man hier wohnt. In früheren Traditionen der Omanis hat man aus dem Körper Leder einer Ziege ein Gefäß gemacht für Milch oder Wasser. Und wenn wir das auch ein bisschen gruselig finden, aber hier wird das so dargestellt. Tja, und dann trifft man sich wieder hier von der Gruppe Mantoko. Sind gerade angekommen. Am Strand vom Marbad die Jugend und der Sonnenuntergang. So, jetzt sind wir mal in einem Nähatelier. So wird hier genäht. Und ja, das gefällt mir ganz konventionell. Eigentlich habe ich nur einen Orange-Schuss bestellt, aber der René ist hier ganz frech am in die Küche gucken. Hallo. Genau, wir sind der Küste unterwegs, Richtung Osten, glaube ich. Nein, Westen. Westen? Osten. Osten? Ja, ich habe die Orientierung verloren. Das geht mehrere hundert Kilometer da hoch. Die Schönheit der Küste. Dieses Bild ergibt sich, wenn man Hasik, kleines Städtchen passiert hat, da gibt es auch eine neue Polizeistation. Da vorne ist ein Schwarm Delfine. Und hoffe, ihr seht es da. Kommen sie immer wieder hoch und runter. Ach, sind die süß. René duscht sich hier. Und René, tu dir weg, der Wasserfall. Ja, ist schön. Ist warm? Ist doch geil. Geil, hä? Der ist breit, der Wasserfall. Das ist überall Wasser. Hoffentlich kommt kein Stein. No, ja, na. Jetzt ist er da. Meine Wahnsinnsbergwelt da durch an der Küste entlang, wir wissen jetzt ins Landesinnere leicht. Einfach den Berg aufgeschlitzt, ja. Von Gesteinen bewegt, damit man durch diese Landschaft eine Straße hat bauen können. Wow, diese Landschaft, hey. Steinplatten sind runtergefallen da. Es ist wunderschön hier.
Seite lang. So wie es ausschaut. Oh. Oh ja. Das war echt übel. Nur Liegezeit. Chiara ist uns verloren gegangen. Wir haben sie 2 Kilometer entfernt eingesammelt. Und jetzt muss sie Fahrrad fahren. Beim Strandspaziergang habe ich gerade diese leider tote Schildkröte gefunden. Sie ist echt riesig, aber hat wohl einen zertrümmerten Schädel. Schade für sie. Echt schade. Wir sind hier im Rockgarten und schauen uns diese ganz besonderen, bizarren Steine an. Es hat hier ganz viele und spezielle Figuren und sogar Fossilien findet man hier. Oh, ich habe hier ein Dinosaurierei gefunden, versteinert in dieser wunderbaren, kunstschaffenden Landschaft. Jetzt ist klar, wie die Steine entstehen. Die wachsen da raus. Die wachsen da raus, ey. Ja, unter die versteinerte Erde und oben der Stein, der da rausgewachsen ist, oder? Das geil, wer von euch ist mal auf einem Saurier geritten? Und zwar auf einem versteinerten. Die Sandra, die kann den reiten. Sie zähmt ihn gerade, weil das ist so ein wildes Teil. Auch wenn er noch versteinert ist, sie spürt immer noch diese Energie dieses gigantischen Sauriers. Oh, ist er reingeritten? Also dieser Steingarten ist ein geologisches Wunderwerk. Es ist so interessant und so vielfältig. Das muss man jetzt noch ein bisschen vergrößern, dieses Zuhause. Boah, ja, ich schicke den ganzen Dreck ab. Wir fahren jetzt weiter zu den Schummerdünes. So langsam nähern wir uns den Schummerdünes, die liegen da an der Küste. Es wird weißer und weißer. Und von Al-Khaluf kommt man am besten zu diesen Dünen und guckt euch diese alten Fischerboote an da hinten. Das muss ich jetzt mal filmen, weil wenn man genau hinschaut, es ist so schade, es ist alles voll Plastik. Wir sind unterwegs zu den Zuckerdünen. Jetzt erstmal ein bisschen am Strand entlang gefahren. Tja, die Einheimischen sind ja auch da, jeden Abend am Strand. So einer festen Sandstrandpiste kann man auch mal Gas geben. Mit der Höhe. Der Reifendruck ist sogar 8 Bar hinten, aber der Sand ist wie Beton.
wer nicht hören will, muss buddeln, oder? Schon festgefahren. So schaut's aus. Tja, lieber nicht in den tiefen Weichsand fahren, weil da vorne ist alles platt, aber hier hinten. So, mit 60 km/h und 8 Bar Reifendruck, viel zu hoch, aber der Sand ist so hart, wir fahren wieder zurück, da hinten ist alles voller Dreck und suchen uns einen Schlafplatz. Jetzt bereits 70 km/h. Ich darf einfach keinen Müllsack erwischen, beziehungsweise Sandsäcke liegen da drin. Hier an diesem schönen roten Strand soll es irgendwo eine Höhle geben. Und da im Berg ist ein Loch. Gucken wir mal rein. Für kleine Menschen unter einen Meter geeignet. Und aus dem Loch heraus spaziert sind wir hier an der Umra Cave. Was dieser rote Sand ist, das sind nämlich lauter winzig kleine Schneckle. Ja, Natur macht schon irgendwie die allerschönsten Bilder. Wir fahren jetzt weiter nach Filim über Piste, etwa 27 Kilometer. Es hat immer noch weiße Dünen, allerdings sind wir nicht ganz hineingefahren, weil das wäre ein bisschen kompliziert gewesen. Sieht schon speziell aus. So, der Weg führt jetzt da über diese Bergkuppe. So, jetzt sind wir dann bald vor Ort und es sieht doch traumhaft aus. So, das ist der Ort, wo die Leute übers Wasser laufen. Seht selber, überall laufen sie übers Wasser. Nicht schlecht. Ja, wir sind hier auf einer Landzunge gelandet. Beim Einkaufen hier im Oman bin ich bei einer Schneiderei gelandet. Und so sieht hier die Kleidung aus für die Damen. Ist eigentlich echt herrlich. Auch schön bunt. Ja. Heute mal eine Rückwärtstour aus dem Sand am Strand wieder heraus. Sieht aus wie so ein Spielzeugfahrzeug, das da jetzt rausgezogen wird. Voll ulkig. Da können wir die Götter abholen. Da können wir die abholen. Ja, ja, genau. So, jetzt geht's dann wieder los durch eine Wüste. Und es fängt schon langsam an mit dem Sand hier. Super, da rechts ist das Meer. Ja, und zwar geht es ins Wadi Wahiba, quer durch. Und etwa 140 Kilometer. Ein bisschen Sand, glaube ich, oder ein bisschen viel. Wir werden sehen. Ja, die Wüste und das Meer beisammen. Und da vorne geht es dann rein ins Wadi. Wir stehen hier am Rand der Wüste im Oman. Haben wieder die Reifendruckanlage montiert, weil es geht jetzt durch die Wüste. Und rundum leben hier die Menschen in Zelten. Bildet sich dieses Bild hier. Und wir werden natürlich beobachtet. Und eine ganz neue Moschee, die sieht wunderbar aus. Aber ich finde, man soll es sich schon ein bisschen angucken, so vor dem Hintergrund, wie die Menschen dann hier leben. Das sind Kontraste. Ja. Auch die Ziegen hier laufen frei rum, beobachten, was wir denn hier so machen in ihrem Bereich. So, unser neues Abenteuer kann jetzt beginnen. Hier da ganz am Anfang. Hier ist ein riesen Camp und von hier geht es jetzt ab in das Wadi hinein über Sandpisten. So, jetzt hat es Bonbons gegeben, jetzt sind sie zufrieden, die Kids. Also wir haben sie hier gerade alle festgefahren. Angel bewacht den Camper. Wir
stecken im Sand. Und hier oben finden es die Kinder alle lustig. Sind dermaßen frech hier, dass hier die Älteren Stöcke nehmen und die Kinder vertreiben. Es ist echt heiß. Aber da oben helfen sie dem Markus beim wieder losfahren. Der hat sich nämlich auch festgefahren. Ist volle Action hier. Also Martin, der auch festgefahren ist, ist aus eigener Kraft wieder raus. Der ist schon auf Reifendruck und sagt uns jetzt, ob er das gut oder schlecht findet. Wir fahren jetzt da mal die Piste suchen. Da ist der Spur. Ist der jetzt hinter uns? Ja, das ist die Piste da. Ja, wir stehen hier, warten auf die anderen und jetzt wird sich gerade über die Sandqualität besprochen. Wie denn das so ist? Ist er nun weich, ist er hart und mit Händen und Füßen geredet. So, die Ersten hatten schon die Angst, die Hosen voll. Aber mit dem richtigen Reifendruck ist das ein himmelweiter Unterschied. Ja, leider mussten wir dann die geplante Tour abbrechen. Und zwar, weil meine zwei Reisebegleiter nicht weiterfahren wollten. Nach langen Diskussionen und Versuchen, dass sie das schafft und zureden und so, aber sie haben sich halt nur mal entschieden, da nicht durchzufahren. Es sind doch über 100 Kilometer Sandpiste, was ich aber auch nicht wusste, was da genau alles vor uns liegt. Und alleine wollte ich natürlich da nicht hinein, weil man geht ab und zu in eine Talsenke und wenn ich da nicht mehr hochkomme, ja, dann habe ich alleine ein Problem. Ja, deswegen habe ich mich entschieden, auch abzubrechen und wir sind dann zurück. Und unsere Entscheidung war dann einfach zu warten auf eine Gruppe, wo wir wussten, dass die jetzt dann in ein paar Tagen auch da durchfahren. Damit wir nicht ganz alleine sind, habe ich die dann angefragt, ob sie mich mitnehmen, zumindest über diese schwierigen Sandpassagen. Und das war dann soweit okay. Ja, und so hatten wir dann auch mal Zeit, uns zu erholen. Wir waren dann alleine am Strand einfach und haben da gewartet und 3 Tage verbracht. Hallo Kamil, auf der Ladefläche. Hallo. Gefällt's dir da? Damit das Kamel so liegen bleibt, binden sie die Beine in die Liegeposition. Aber die sind es gewöhnt, haben wir ja auch schon beim Camel Festival gesehen. Und es guckt recht entspannt. Jetzt ist hier voll aufgetischt am Abend. Nur Martin hat Probleme mit dem Drehteller. Mit dem Drehteller. Er dreht fast durch. Da haben wir jetzt gedacht, stellen wir uns mal 3 Tage an den Strand, bis wir dann in die Wüste fahren und so ein bisschen allein sein. Aber kaum bestehen wir hier, kommt einer angefahren und setzt sich mit uns neben den Tisch. Tja, so ist das mit den Omanis. So, nach einer halben Stunde intensiven Telefonierens, was wir nicht verstehen, hat dieser Omani jetzt genug gearbeitet und schläft. Was für ein grandioses Abendrot hier am Meer und es wird voll lebendig, denn jetzt fangen die Fischer an, hier ihre Boote per Fahrzeug Richtung Meer zu ziehen. Ja, und dann wird es heute Nacht aufs Meer gehen. Er schiebt das ins Wasser, der heißt. Stark. Nochmal Hilfestellung. Die schieben mit dem Fahrzeug mit Schwung die Boote ins Wasser. Das ist total lustig. So, ein Omani hat uns frischen Fisch gebracht. Und da wir nicht wissen, wie man die ausnimmt, macht er das auch noch. Es sind 5, 6 Fische, 7. Ja, und der Tintenfisch sogar, aber den habe ich ihm wieder gegeben, weil das ist nicht so mein Ding.
Die frischen Fische habe ich dann in Alu verpackt und einzeln in Tiefkühler reingetan. Gut, habe ich einen großen Tiefkühler mit 3 Schubladen, wo richtig viel Platz hat. Ja, und da wartet er jetzt, dass ich ihn dann mal eben brate, backe oder koche oder wie auch immer. Okay, guten Appetit. So, das war es wieder. Ja, im nächsten Video geht es dann durch die Wahiba Sands. Über 100 Kilometer Sandpiste, richtiger Sand. Und ja, das wird dann spannend. Ja, okay. Hey, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und danke, dass ihr ja, das Abo da lasst. Auch für jede weitere Empfehlung. Und wer will, darf auch auf Instagram mich abonnieren, weil ich da ab und zu ja, aktuellere Bilder auch veröffentliche. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.